Ja, hallo zu einer weiteren Folge von Digi-Fernunterricht, dem YouTube-Kanal, in dem ich stattfinden kann, wenn die Lernenden zu Hause sind und ich als Lehrender auch zu Hause bin. Ihr seht es im Hintergrund, ihr seht es hier auf dem Screen. Ich werde euch Loom kurz vorstellen. Es ist das Tool, das ich benutze, um diese Videos zu machen. Es ist ein Tool, ihr seht es jetzt da hinter mir. Ich habe es an die Wandtafel geschrieben, mit dem man Feedback geben kann auf Arbeiten von Lernenden, mit dem man Erklärvideos machen kann und mit dem man kleine Anleitungen zu technischen Dingen effizient ins Netz stellen kann. Ich habe hier einen Screenshot gemacht und ihr seht, wenn ich da oben auf dieses Loom-Zeichen drücke, das kann ich jetzt live nicht machen, weil sonst die Aufnahme abbricht, aber wenn ich da drauf drücke, hier seht ihr, wie es aussieht, dann habe ich die Wahl, ob ich Screen in Cam machen will. Das heißt, ihr seht meinen Bildschirm und ihr seht mich hier unten auch in der Kamera. Ob ich nur meinen Bildschirm aufnehmen will, weil ich selber gar nicht im Bild sein möchte, oder ob ich nur die Kamera aufnehmen will, die dann im ganzen Bild zu sehen ist. Ich habe es jetzt hier gemischt gemacht, um dieses Video zu machen. Und Loom könnt ihr kostenlos einfach installieren. Dann ist es so auf eurem Computer verfügbar. Ihr könnt sogar einen kleinen Shortcut starten und ganz unkompliziert eine Aufnahme vornehmen. Ihr sprecht das Video ein, nachdem ihr es natürlich vorbereitet habt. Und am Schluss, das kann ich jetzt hier auch gleich zeigen im Browser, das kurz zumachen. So sieht das aus, wenn das Video fertig ist. Das heißt, ihr kommt auf diese Seite, ihr könnt das Video hier abspielen. Das mache ich jetzt nicht. Und ihr kriegt sofort einen Link, mit dem ihr das Video teilen könnt. Also ihr müsst nichts machen, das Video ist automatisch gleich auf einer Cloud. Jetzt könnt ihr wählen, dieser Link, ihr könnt wählen, ob der öffentlich sein soll oder ob er nur mit Leuten geteilt werden soll, die auch den Link kennen. Ich wähle jetzt dieses Link-Sharing, weil diese Videos nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind oder gedacht sein müssen. Dann kann ich hier das Video runterladen, wenn ich es runterladen möchte. So mache ich das auch. Ich lade die Videos dann wieder auf den YouTube-Kanal hoch. Ich kann bei den Settings gewisse Dinge einstellen, wie zum Beispiel machen, dass das Video gedreht wird. Ich kann ein GIF drauf machen. Ich kann Kommentare erlauben oder nicht erlauben. Also die üblichen Einstellungen. Und ich kann bei Trim das Video auch gleich schneiden. Ich habe jetzt hier den Anfang etwas verbockt gehabt und habe den dann einfach nochmal eingesprochen, weil ich wusste, ich werde das dann einfach wegschneiden in der Postproduktion und das Video dann so einstellen. Jetzt eine kurze Erklärung zu diesen drei Punkten hier. Ich beginne mit dem Feedback. Also, die Lernenden haben zu Hause was gemacht. Ich möchte ein kurzes Video-Feedback geben. Ich habe das auch in einem Blogpost besprochen. Den werde ich dann unten auch in den Kommentaren verlinken, damit ihr euch den anschauen könnt. Ich zeige das aber ganz kurz, wie es funktioniert. Wechsel dazu in Word. Also wir gehen davon aus, ihr habt einen Text, den haben jetzt die Schülerinnen und Schüler geschrieben, den geben sie ab als ein Word-Dokument oder irgendein anderes, kann auch ein PDF sein. Ihr öffnet das Dokument, also es kann jede Art von Dokument sein, die ihr auf eurem Computer abspielen könnt. Ihr öffnet das Dokument, während Loom schon läuft, so wie das jetzt bei mir der Fall ist, und dann könnt ihr einfach hier durchgehen. Also könnt ihr zum Beispiel hier sagen, nimm doch das raus, das ist gar nicht nötig, 62F, das reicht schon, hier unten dann auch gleich. Oder ihr könnt sagen, hier, das ist doch nicht nötig, dass das noch ein weiterer Leerzeile ist. Das kannst du doch hier mit Format Absatz und dann machst du das hier einfach schön groß, 25, und dann kannst du den rausnehmen und das kannst du hier auch gleich übertragen. Und ihr seht schon, was es kann. Also ich kann sehr genau jetzt habe ich es schlecht gemacht. So, ihr könnt sehr genau über Aspekte des Textes sprechen. Ihr könnt genau darauf hinweisen, wo die sind, weil hier dann Word markiert, wo die entsprechende Stelle ist. Ich kann aber auch hier das nochmal gelb machen, um es deutlich zu zeigen. Und ich kann so den ganzen Text durchgehen. Könnt natürlich mit Word hier auch gleich diese Überprüfen-Funktionen nehmen und dann auch Kommentare hier reinschreiben.
Wenn ich noch tippen könnte, ja, so, tippe ich das gleich rein. Und ich erkläre dann aber auch noch verbal, mündlich, was da gemeint ist. Und wenn ich solche Videos mache, die sind dann so 5 bis 10 Minuten, wo ich die wesentlichen Punkte nochmal erkläre, dann ist in dieser doch sehr unpersönlichen Remote-Lernsituation, also ich bin an einem anderen Ort als die Lernenden, ist doch ein persönlicher Bezug hergestellt. Ich kann einen kleinen Scherz machen, ich kann mal lächeln, ich kann vielleicht auch mal ganz ernst sein und sagen, jetzt müssen Sie aber wirklich richtig lernen, sonst wird das gar nichts mehr mit Ihrer Prüfung. Also da kommt so Stimmung rein, die sonst einfach nur so im Klassenzimmer da wäre. Und ich kann so Feedback geben in kleinen Videos, die dann persönlich hinterherkommen, als wenn ich einfach eine Mail zurückschreibe oder einen Kommentar hinschreibe. Das war der erste Punkt hier. Also wie kann ich Feedback geben? Jetzt kurz, wie kann ich eine Anleitung geben? Also das habe ich jetzt im ersten Teil schon gemacht. Ich habe gezeigt, wie Loom funktioniert und ich gebe noch gleich eine weitere Anleitung, um zu zeigen, wie einfach das geht. Also ich bin jetzt hier in meinem Gerät drin. Ihr seht meinen Bildschirm und ich zeige jetzt hier, was hier oben noch ist. Hier ist VPN. Was ist VPN? VPN ist die Möglichkeit, meine Lokalisierungseinstellungen im Internet über einen Proxy-Server laufen zu lassen, so dass ein Server den Eindruck hat, mein Standort wäre ein anderer. Also ich kann so tun, als wäre mein Standort in den USA, um auf bestimmten Seiten Sportübertragungen sehen zu können oder auf Netflix andere Filme angezeigt zu bekommen. Also wenn ich The Office schauen möchte, dann wird das im amerikanischen Netflix abgespielt, aber im schweizerischen Netflix nicht. Selbe mit Deutschland. Ich kann hier verschiedene Orte dann auch wählen. Also ich kann sehe hier noch eine größere Liste. Ich kann alle Locations anzeigen lassen. Das VPN-Tool, das ich nutze, heißt ExpressVPN. Das kostet sowas wie 150 Euro pro Jahr. Ich bin nicht ganz sicher, aber kostenpflichtig. Das installiere ich so und wenn ich dann diesen Server wähle, das mache ich jetzt nicht, bin ich damit verbunden und kann entsprechende Serien oder Sportübertragungen mir auch anschauen, wenn sie für meinen Standort nicht freigegeben sind. So, das war jetzt das, was ich mit Erklärvideo meine. Also ich führe da gleich durch die Funktionen durch und zeige, wo man drücken muss, damit etwas funktioniert. Das kann ich mit Loom ganz einfach machen. Und komme zum letzten Beispiel. Das wäre ein Erklärvideo und dazu müsste man wieder in diesen Modus schalten, wo man dann, wenn ich jetzt kurz zu YouTube wechsle, das schneide ich dann auch total aus, wenn ich daran denke. Noch am Schluss, dann wird das gar nicht mehr drin sein. Ich werde gar nicht sehen, dass es jetzt so lange dauert, bis das geladen ist. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Jetzt kommt's, aber spielt alles keine Rolle. Schneide ich ja dann wirklich wieder raus. So, es ist weg und jetzt, Achtung, kommen die Videos. Also, jetzt hier habe ich das so gemacht. Dieses Video, wenn ihr es anschaut, das habe ich genau auch mit Loom gemacht und habe dann aber. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich habe jetzt nur mich aufgenommen. Wie ich genau. Muss es kurz schließen, aber ich habe es schon. So, mach mal den Ton aus. Ihr seht, was ich hier aufgenommen habe, das ist einfach ein Video, wie ich in die Kamera spreche. Und das habe ich auch mit Loom gemacht. Und so kann ich gewisse Dinge erklären, die dann direkt so ankommen. Also ich mache ein Lehrvideo. Ich könnte jetzt hier auch, ich habe deshalb auch die Wandtafel gezeigt. Ich kann mich auch vor der Wandtafel aufnehmen, vor dem Whiteboard. Ich kann so Dinge zeigen. Ich könnte auch eine Karte hier stehen haben oder zeigen, wie man das jetzt hier auf dem Handy macht oder sogar ein Buch könnte ich in die Hand nehmen. Also so kann ich Dinge vorführen und dann auch direkt mit Loom ins Netz stellen. Gut, das waren die drei Funktionen von Loom. Das sehr einfache, einfach zu handhabende Tool, das Videos aufnimmt, direkt ins Netz stellt. Loom kostet in der Profi-Version etwas. Es ist in Bezug auf Datenschutz nicht ganz so auf diesem strengen deutschen Niveau in der Schweiz problemlos nutzbar.
Aber wenn ihr die Filme herunterlädt, sie vielleicht auf einer anderen Plattform weiterverbreitet, ist es nur das Tool, wie ihr die Filme aufnimmt und dann ist es datenschutztechnisch auch unbedenklich. Wie immer, wenn ihr Fragen zu diesen Tools habt, unten Fragen in die Kommentare schreiben, Hinweise und ich freue mich dann darauf und reagiere auch. Danke sehr fürs Zuhören, Zuschauen, bis zum nächsten Mal.